Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch eine weitere ganz einfache Eisidee zeigen, und zwar mit Joghurt, ein bisschen Zucker und Waldbeeren. Das ist super lecker und sieht super schön aus, finde ich, richtig sommerlich und richtig erfrischend und auch super hübsch. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt im Video. Ihr braucht für das Eis 150 Gramm Waldbeeren. Ich habe eingefrorene genommen und die leicht antauen lassen. 150 Gramm Joghurt, der ist bei mir hier schon einmal drin. Und 2 Esslöffel Zucker, um das Ganze ein bisschen zu süßen. Waldbeeren sind manchmal ein bisschen sauer. Den Zucker gebe ich erstmal direkt zu den Beeren. Zusätzlich braucht ihr noch eure Eisförmchen und Eisstiele, entweder die, die dabei sind, oder die aus Holz. Dann mische ich als erstes den Zucker ein bisschen mit den Beeren. Schwarze Johannisbeeren sind da häufig dabei, die sind ziemlich sauer. Deswegen gebe ich da immer ganz gerne ein bisschen Zucker dabei. Wenn euch die Beeren süß genug sind oder wenn ihr selber welche gepflückt habt im Sommer, braucht ihr nicht unbedingt Zucker dazu zu geben. Das ist einfach bei diesen hier, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, dass es mir besser schmeckt. Einfach schön untermischen. Und dann gebe ich die Beeren einmal zum Joghurt dazu. Und hebe das Ganze leicht unter. Also nicht, dass es sich komplett vermischt, sondern dass noch so eine Struktur zu sehen ist. Also, dass man ruhig noch das Weiße vom Joghurt sieht. Dann nehme ich die Eisförmchen und gebe die Mischung hinein. Das Ganze sieht jetzt so aus. Das Ganze dehnt sich beim Einfrieren noch ein bisschen aus, deswegen oben immer ein bisschen Platz lassen. Und jetzt gebe ich die Eisstiele noch dazu. Schön mittig platzieren. Und dann das Ganze 4 bis 5 Stunden, am besten über Nacht, einfrieren. Das Eis war jetzt über Nacht im Kühlschrank. Es sieht jetzt so aus, richtig schön hart gefroren. Ich habe einmal Wasser drüber laufen lassen hier unten, damit die Eis gut rausgehen. Und dann zeige ich sie euch einmal. Hier, man sieht richtig schön den Verlauf der Beeren. Man erkennt die sehr gut dadurch. Hier eine Brombeere, dann hier kleinere schwarze Johannisbeeren, rote Johannisbeeren, Himbeeren. Wirklich ein sehr, sehr schönes Eis. Zwischendrin die hellen Flecken von dem Joghurt. Ich mag den optischen Effekt sehr gerne dabei. Da ist das nächste, etwas heller. Hier mit einer dicken Himbeere. Nummer 3.
hier Nummer 4 hier auch nochmal mit einem schönen sehr hellen Verlauf oben und hier unten den Bären. Und hier alle 4 nochmal. Wie gesagt, ich finde das Eis optisch sehr hübsch und es schmeckt auch sehr, sehr gut. Die Beeren sind wirklich super lecker. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr die Idee mögt und vielleicht Lust habt, es auch mal auszuprobieren, lasst mir doch einen Daumen nach oben da freue ich mich natürlich immer. Und wenn ihr sonst noch mehr Lust auf Eisideen und auf ganz viel Do-it-yourself habt, schaut mal bei uns im Kanal vorbei. Da findet ihr ganz, ganz viele schöne Rezeptideen und natürlich auch ganz, ganz viele andere schöne Sachen für den Sommer. Und vielleicht habt ihr ja Lust, uns ein Abo dazulassen, da freuen wir uns natürlich auch immer. Ihr könnt auch mal bei Twitter, Instagram oder Facebook bei uns vorbeischauen, das ist natürlich auch super. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.